Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. BCHE ist ein Gen, das Enzym Pseudocholinesterase produziert. Das Enzym wird in der Leber produziert und gelangt in den Blutkreislauf, wo es aktiv ist. Dieses Enzym ist für den Abbau verschiedener Medikamente und insbesondere Muskelrelaxantien verantwortlich. Muskelrelaxantien werden vor allem in der Vollnarkose eingesetzt und können beispielsweise in Notfällen verabreicht werden. Die genetische Variabilität von BCHE kann zu einer Fehlfunktion der Pseudocholinesterase führen. Folglich werden Muskelrelaxantien nicht richtig abgebaut und bleiben bei einer etwas höheren Dosis etwas länger im Körper. Wir hoffen, dass dieses Video hilfreich ist und würden uns freuen, von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen haben.